Und damit hallo und herzlich willkommen zum neuen Video von meiner Seite auf meinem Kanal zu einer neuen Karriere hier auf meinem Kanal Yannick's Gaming. Freut mich, falls ihr neu dabei seid. Und wir werden hier mal wieder eine Trainerkarriere machen, mal wieder eine Sprint to Glory bzw. Simulator to Glory. Habt ihr es ja damals schon ziemlich leicht immer wieder genannt. Und ja, ich bin echt gespannt, ich habe echt Lust und Braunschweig damals hat wirklich Spaß gemacht, da haben wir wirklich viel auch doch erreicht in der kurzen Zeit. Sind bis in die Bundesliga, glaube ich, auch gekommen. Auch wenn das Team wirklich beendet wurde. Damit will ich jetzt halt hier nochmal eine neue machen. Und um auch vielleicht da nochmal ein bisschen den Kreis zu schließen. Und deswegen war es für mich halt auch nicht mehr so sinnvoll, Braunschweig irgendwie weiterzuführen. Ich denke, ihr wisst, was ich damit genau meine. Gehen wir rein, machen eine Trainerkarriere natürlich. Er muss erstmal noch kurz die Aktualisierung runterladen. Ist ganz kurz eine Sache, ist nicht schlimm. Und ich bin wirklich gespannt, wie es laufen wird. Ich habe einen Verein ausgewählt, den gab es auf YouTube. Ich habe jetzt ihm ehrlich gesagt nicht geguckt, aber ich glaube nicht, dass es ihn so oft gab. Wir werden in die dritte Liga gehen. Und ja. Ich wähle den Verein einfach mal an und werde dann kurz was drüber sagen. Es wird Fortuna Köln sein. Ich habe lange überlegt, welchen Verein ich nehme. Ich hatte viele, die mich extrem gereizt hätten. Das wisst ihr aber auch eigentlich, wenn ihr bei meinen Streams zuguckt. Im Prinzip könnte ich jeden Verein wahrscheinlich aus der dritten Liga nehmen und ich würde ultra Spaß dran haben. Aber ich habe jetzt Fortuna Köln genommen aus ein paar Gründen. Weil einfach das Verein ist, der auf YouTube oder generell, der in der dritten Liga nicht viel Anklage bekommt, der einfach, eine graue Maus ist, könnte man sagen. Aber für mich ein Verein ist, muss ich sagen, der ultra interessant ist, was die meisten einfach nicht wissen, dass dieser Verein auch eine höherklassige Historie hatte oder hat und wirklich auch schon mal wirklich gut im deutschen Fußball dabei war. Sie haben, um mal ein paar Daten zu nennen, sie sind Vierter, das habe ich eben geguckt, in der ewigen Tabelle der zweiten Liga. Sie sind dort aber auch schon ganz schön abgefallen. Sie waren lange, soweit ich weiß, sogar Erster, bevor sie dann von beispielsweise Fürth auch abgelaufen wurden. Und haben aber auch, muss man dazu sagen, schon lange nicht mehr zweite Liga gespielt. Das dürfte um die 2000-Wende rum, also um das neue Jahrtausend rum, das letzte Mal gewesen sein. Und von daher eine ultra interessante Geschichte. Es waren runter bis in die Verbandsliga, also ich glaube Sechsklassigkeit müsste es sein und haben sich da wieder hochgekämpft, natürlich auch mit ein bisschen Investor mit diesem Geld, also was heißt Investor, denn Mäzen eigentlich, aber ist cool, ich habe wirklich Bock auch vielleicht dann mal den ersten FC Köln abzulösen und mit der Fortuna wirklich durchzustarten. Wir gehen da rein, sehen Erfolge, alles relativ niedrig, Markenpräsenz total niedrig, Finanzen sind hoch, das ist aber bei der dritten Liga, wie man hier sieht, relativ oft sogar der Fall. Und Nachwuchs ist so auf Mittel. Finde ich ganz cool, aber ist für uns eigentlich super. Wir haben null Druck dadurch. Denke ich mal davon aus. Vereinswert ist auch irgendwo so wie das Transferbudget. Würde ich mal sagen, unter unterem Drittel Richtung vielleicht Mittelfeld. Und gehen rein. Nennen wir unseren Manager. Ich mache es wieder wie damals. Bin einfach Yannick Gaming. Ist ja auch nicht wichtig, weil wir einfach simulieren. Und von daher brauchen wir uns da nicht viel Kopf drum machen, wie der Manager jetzt heißt, wie er großartig aussieht. Ich nehme wieder dasselbe wie damals. Nehme hier den dunklen Typ. Nehme natürlich Deutschland. Und werde dann halt eben hier noch auf den Anzug gehen. Genau, das hatte ich damals auch gemacht. Also er hier war es, glaube ich, gewesen. Gehen da rein und alles ist gut. Das ist perfekt. Gehen bei der Schwierigkeit, gut, dann stelle ich einfach mal ultimativ ein, ist aber sowieso nebensächlich, weil wir halt wie gesagt simulieren. Will ich ausschließen, dass wir vielleicht prägende Spiele irgendwann mal spielen werden, aber ist zumindest mal in naher Zukunft, denke ich mal, eher nicht geplant. Währung auf Euro, das ist klar. Die Europapokal ist aktiviert in der ersten Saison. Gucken wir mal gerade kurz in die Gruppen rein. Ich hoffe, dass es sitzt, das sitzt. Transferfenster aktiviert, würde ich sagen, kann man machen. Sollen wir es aktiviert lassen? Ja, ich deaktiviere das, weil ich den Kader so lassen will, wie er ist und auch nicht genervt werden will am Anfang. Das werden wir dann im Winter vielleicht noch ein bisschen umbauen. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt bezüglich Spielern, könnt ihr die auch gerne rein in die Kommentare ballern. Würde mich interessieren.
was ihr da so für Gedanken habt. Wir werden es ja sehen. Ich kann euch da auch schon mal, wenn ihr da genau was sehen wollt, eigentlich fast auf den zweiten Part verweisen, weil ich den Kader mir jetzt noch gar nicht angeguckt habe. Wir werden gleich anfangen zu spielen schon. Und ich werde mir den Kader dann nach diesem Part mal im Detail angucken und dann gucken, wo vielleicht auch Stellschrauben sind und wo wir vielleicht was machen können. Auch, also was wir, ja, was da schon gut ist und was halt noch ausbaufähig ist. Teamversion, da nehmen wir genau aktuelle Teams. Und beim Stadion, ich lasse das einfach so, das passt. Wobei, ich gucke mal ganz kurz nach dem Stadion. Ich glaube, es ist das Südstadion, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich bin gleich wieder da. Ganz kleiner Moment, also bis gleich. So, da bin ich wieder. Das ist das Südstadion. Ich war mir eigentlich auch relativ sicher. Ich wollte jetzt noch nichts komplett Falsches da reinmachen. Deswegen habe ich kurz gestoppt. Hört sich wahrscheinlich auch mit der Musik vielleicht ein bisschen komisch an, weil ich die gestoppt habe, weil ich die nicht mehr nachher reinschneide, sondern jetzt einfach die Playlist, die ich auch im Stream habe, von den No Copyright Sounds laufen lassen. Wenn ihr Interesse habt, dran habt, ihr seht ja den Titel unter der Kamera wahrscheinlich jetzt auch schon. Und also habt ihr wahrscheinlich schon entdeckt, der ist definitiv da. Und könnt ja dann dort auch mal vorbeigucken, wenn euch das interessiert, wie gesagt. Finde ich ganz cool, muss ich sagen, wirklich. Also nutze ich auch ewig schon in meinem Stream. Das heißt ewig. Ein paar Wochen auf jeden Fall. Und bin damit vollkommen zufrieden. Sehe eigentlich keinen Grund, da irgendwas anderes einzustellen noch oder dazu zu nehmen, weil es einfach ein mega Playlist ist, die Musik einfach gut ist. Gehen hier rein, sehen hier den Standardkram, deswegen gehe ich da gar nicht groß auf ein. Ihr kennt es wahrscheinlich, wenn ihr diese Karrieremodus, sage ich mal, in den letzten 5 Jahren mal gespielt habt, dann werdet ihr das kennen. Ich nenne das hier natürlich Köln. Die anderen Karrieren habt ihr auch schon gesehen. Das andere war mal sowas Privates, auch mehr oder weniger. Und dann halt auch, einmal halt im Stream. Wobei sich das im Stream so ein bisschen verlaufen hat, weil Karrieremodus da einfach ein bisschen schwierig ist. Gehen hier rein, sehen das Vorbereitungsturnier. Ich nehme das an, einfach wegen der STG. Wir haben natürlich das mit dem höchsten Preisgeld nehmen, also als genau das hier. Und ich bin echt mal gespannt, was uns da erwarten wird. Natürlich funktioniert jetzt mal zum Glück auch wieder die Trainings. Das war ja damals, wie ich gestreamt habe, nicht der Fall. Anfang Januar war das. Und sehen hier den Kader. Ich werde erstmal, wie gesagt, so simulieren. Guck mir den dann im Detail gleich an. Ich werde jetzt auch einfach irgendwelchen Leuten diese Trainings geben, irgendwelchen jungen Spielern. Und werde dann mit euch im nächsten Part, am Anfang des nächsten Parts, genauer auf den Kader eingehen. Dass wir, ich gucke mir dann die Potenziale an und all sowas. Und werde dann mit euch, quasi euch vorstellen, was ich mir da so für Gedanken gemacht habe. Und werden dann gucken, wie wir das gestalten können. Wenn ihr, wie gesagt, irgendwelche Vorschläge habt, gerne reinhauen. Weil wahrscheinlich der Part online gehen wird, wenn ich irgendwann in der Hinrunde bin. Also ich denke, der Part dürfte allerspätestens online gehen, wenn ich vielleicht in der Winterpause bin. So in dem Moment. Ich werde auch nicht lange fackeln, um den hochzuladen, was ja mittlerweile einfach schnell bei mir geht. Wegen der guten Leitung. Soll gar kein Angeben oder so sein, aber es ist einfach geil. Das ist ein super Gefühl. Und macht mir das Ganze auch viel einfacher, wieder Videos zu machen. Und dadurch, ja, habe ich richtig Bock. Und einfach hier noch mal rein. Das ist nicht so wichtig. Wie gesagt, das werde ich mir dann alles im Detail angucken. Und dann werden wir da genauer nachgucken. Gehen da rein. Haben hier das Turnier. Das sind alles Teams, die wir eigentlich sogar schaffen könnten. Produzieren noch die Standard-Mails. Also das ist jetzt Vorbereitungsturnier gewesen. Unsere Erwartung, da können wir mal so reingucken. Sehen, dass wir einen Mittelfeldplatz in der dritten Liga wollen. Die wollen einen Gesamtgewinn 10 Millionen. Das ist, müsste drin sein, wenn ich mich nicht ganz täusche. Spieler der Jugendakademie, da werden wir uns auch gleich schon einrichten. Jugendnetzwerk und all sowas. Verpflichtete zwei Sonstmen, ja, das ist das gleiche in etwa von da eben. Das ist mit der Auslastung ist sehr gut, dass da nichts ist, weil das ist immer ziemlich schwierig und da steckt man auch nicht so ganz drin. Also war zumindest meine Erfahrung so gewesen. Könnt ihr auch mal gerne reinschreiben, falls ihr da andere Erfahrungen habt. Und ich habe da nie so ein Gefühl für gehabt, ehrlich gesagt. Muss aber auch sagen, dass ich nicht so extrem viel Karrieremodus gespielt habe, auch die letzten Jahre wie andere, aber schon relativ aktiv. Also ich habe jedes FIFA schon Karrieremodus gespielt, so ist es nicht. Gehen hier rein, ja, haben ja Scouting-Bericht, das ist unwichtig. Das sind einfach eben Standardvorschläge und auch hier nochmal Scouting. Das interessiert uns erstmal zumindest nicht.
Dann gehen wir rein und sehen hier ja, den Jugendstab. Da gehen wir auch mal direkt drauf. Da fange ich mit an. Das macht Sinn. Gucken, was haben wir noch als Transferbudget gehabt? 1,51 Millionen. Das ist okay. Das ist jetzt nicht komplett schlecht. Holen uns hier direkt mal genau den Scout. Der ist nicht. Wobei, wartet mal. Ah, er findet halt einfach nur. Wir holen uns über den. Ich will 3 Sterne bei der Einschätzung haben. Weil das wichtiger ist. Man sieht ja oben, was es heißt. So, schicken den natürlich nach Deutschland, würde ich mal sagen. Einfach alles. Das ist mir erstmal egal. Holen uns dann hier noch einen jungen Scout dazu, vielleicht, wenn dann ordentlicher wäre. Aber ist nicht. Wie gesagt, 3 Sterne bei der Einschätzung will ich Minimum haben und dann muss man mal sehen. Das werden wir in den nächsten Wochen dann noch dazu einrichten. Könnt ihr auch mal schreiben, was ihr vielleicht für ein Land gerne hättet. Ich weiß, ich sage gerade mega oft, könnt reinschreiben, aber ja, ich will euch einfach mitnehmen, ein Stück weit auch in den Karrieremodus. Und würde mich freuen, wenn sich viele dran beteiligen. Auch von denen, die sonst von mir nur Ultimating gewöhnt sind. Ja, holen das hier weg. Und gehen dann weiter, würde ich schon mal fast sagen. Ja, genau, gehen das Vorbereitungsturnier, dass wir das vielleicht sogar noch durchbekommen hier in dem Part. Wir können ja mal gerade kurz in den Kalender gucken. Das sind 3 Spiele, erstmal angesetzt, maximal 5, das weiß ich. Und Start dann gegen Münster, Halle. Gruß an der Stelle an Johnny. Er hat mit den Hallensern, ja, eine gute Beziehung, könnte man sagen. Nein, er ist Magdeburg. Nur so Spaß beiseite, also ihr kennt's. Nur so Spaß nebenbei. Haben dann Karlsruhe, Zwickau, Braunschweig. Das ist schon mal ein guter Start. Also es ist alles dabei. Teams, die mit uns eigentlich anzusiedeln sind, von der Tabelle her. Und aber auch Teams, die wirklich oben eigentlich mitspielen müssen. Ja, ich hoffe, dass wir rotieren. Das ist erstmal alles in weiter Ferne. Und gehen dann hier auf Simulieren direkt mal. Genau, spielen die Spiele da durch. Erstmal gegen Kalmar, FF, irgendwas Skandinavisch, das kann ich gar nicht mal genau sagen. Wahrscheinlich Schweden müsste das sein. Ziehen hier erstmal eine gelbe Karte, machen damit Pintol das 1-0, das 2-0 mit Dahmani. Schon mal auf jeden Fall wichtig. Sehr, sehr starker Spieler, Dahmani auch. Machen das 3-0 mit Brökel. Das ist jetzt schon unerwartet. Oh, ich hätte eigentlich eher gedacht, dass die mit uns ziemlich gleichwertig sind. Kurt mit dem 4-0. Dadurch schon mal einen guten Start hier im Vorbereitungsturnier. Aber wie gesagt, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Sieg hier in der Gruppenphase. Aber ist schon mal gut. Die anderen haben untereinander unentschieden gespielt. Dadurch sind wir hier schon mal direkt vorne. Haben das nächste Spiel gegen Vejle und hier haben gegen Sandefjord auch unentschieden 1-1 gespielt. Schätze auch, dass die ähnlich wie hier Kalmar einzuschätzen sind. Eberwein erstmal mit einer Verletzung, das ist nicht so erfreulich. Dahmani wieder mit dem 1-0, also der scheint schon mal gut zu letzten, das freut mich. Sehen dann hier, dass erstmal nicht viel passiert, aber ein Sieg hier wäre schon mal gigantisch, dann wären wir nämlich auf jeden Fall schon mal im Halbfinale. Wobei ich sagen muss, das war auch eigentlich zu erwarten, dass wir das schaffen können. Pintol mit dem 2-0 und dann aber Sousa mit dem 1-2. Ärgert uns hier in dem Fall jetzt aber nicht mehr großartig, weil wir ja, das Ding gewinnen und damit jetzt schon einfach sicher in dem guten Halbfinale sind. Und das ist alles, was zählt. Wir sehen hier nochmal Trainings. Gehe ich, wie gesagt, erstmal noch nicht näher drauf ein. Dann gegen Sandefjord und die haben einfach auch wieder unentschieden gespielt. Ja, da sind wir auch schon safe Erster, egal wie unser Spiel jetzt ausgeht und auch das andere. Und sehen hier erstmal noch die Nationaltrainer. Interessiert uns erstmal auch nicht. Vielleicht in Zukunft, das will ich nicht ausschließen. Aber wie gesagt, erstmal ist das relativ uninteressant. Dann sehen wir, dass Eberwein erstmal für 6 Wochen ausfällt. Muskelriss, das ist ärgerlich. Auf jeden Fall. Auch wenn ich da seine Position im Kader nicht genau kenne, aber trotzdem ist das ärgerlich alleine schon. Aufgrund von dem Saisonstart und einfach von der Kaderbreite. Geh dann hier rein und hol dir irgendwie rein. Würde sagen, ja, Andersen wäre fast die Option, aber der ist ziemlich platt. Gucken wir mal. Kurz Hartmann, kann der das spielen? Ja, der kann MS, dann machen wir den da rein. Allein schon wegen Rating. Und lassen die dann so spielen. Wie gesagt, ist aber eigentlich vollkommen okay, das so spielen zu lassen. Erstmal ist die Dreierkette, auch wenn ich die wahrscheinlich nicht präferieren werde. Und spielen dann gegen Sandefjord. Bin mal gespannt. Haben 2-mal unentschieden gespielt, 2-mal 1-1.
gegen Kalmar auch, also und gegen Vejle, gegen die wir beide gewonnen haben. Von daher müssten wir das Ding eigentlich gewinnen. Aber mal sehen. Pintol erstmal mit dem 1-0. Und dann der Ausgleich durch Mjelde in der 19. mit dem 1-1. Läuft dann hier erstmal die Zeit runter. Kegel mit dem 2-1, 41. Ernst verletzt sich. Ich hoffe nicht, dass das hier was Ernsthaftes ist. Bestes Wortspiel, nein, aber wirklich. Es wäre ziemlich ärgerlich, wenn uns hier schon viele Spieler ausfallen würden, weil unser Kader so groß wirklich nicht ist. Pintol mit dem 3-1. Und dadurch, ja, gewinnt wir auch das Spiel, holen ja 9 Punkte aus der Gruppenphase. Sind erstmal Top-Favorit. Spiel jetzt gegen Wendsyssel. Dürfte ähnlich, auch wieder skandinavisch auf jeden Fall, dürfte ähnlich anzuordnen sein wie die anderen bei uns in der Gruppe. Ist halt eine Wundertüte immer gegen diese Mannschaften. Aber ist auf jeden Fall kein Top-Team, das wüsste ich. Kriege erstmal 350.000 weitere Transferbudget. Das ist wichtig. Dominik Ernst verletzt sich wiederum, aber für 3 Wochen. Das ist nicht so erfreulich. So, gehen dann hier rein. Holen den auf jeden Fall dann erstmal raus. Und bringen hier nochmal irgendwen rein. Ja, Scheu meinetwegen. Und gehen dann in das Spiel. Werden auch die 2 noch machen für diesen Part. Und dann werde ich, wie gesagt, habe ich ja angekündigt, das danach beenden. Hoffentlich gewinnen wir die. Das wäre ganz cool, das Turnier zu gewinnen. Aber jetzt erstmal das Spiel. Wir machen, die haben 2-mal gewonnen gegen Blackpool unter anderem. Das ist schon eine Hausnummer. Die sind, ich glaube, auch Drittligist in England. Von daher schätze ich die gleich mit uns fast ein. Da wäre sowas schon heftig. Erstmal das 0-1 durch Huel Andersen in der 7. Minute. Und da müssen wir das ausgleichen. Kegel der 26. quasi auf, ja, wie soll man sagen, Zuruf. Kamera aber wieder mit dem 2-1 für die guten, ja, Gäste hier in dem Fall oder Auswärtsmannschaft. Damani mit dem 2-2, Opondo mit dem 3-2 aber wieder für Wendsyssel und damit sind wir raus. Das ist total überraschend, ich hätte es nicht erwartet, ich hätte eigentlich gedacht wirklich, dass wir das Ding hier machen können, aber holen nur 9 Punkte aus der Gruppenphase, die uns nichts bringen und verlieren dann das Halbfinale. Ist alles nicht schlimm, wie gesagt, das Turnier ist Zugabe, 500.000 Transferbudget ist vollkommen okay, da freue ich mich drüber. Zu den schon 350.000, die wir, glaube ich, eben hatten, das macht dann 850.000. Das ist schon geil. Haben wir dann, ja, dass sie erfreut sind, genau, Ernst, das hatten wir ja gehabt. Und gehen dann auch schon in Richtung Ligastart. Werden hier nochmal trainieren. Und ich werde dann jetzt, genau, jetzt simulieren wir da noch, bis halt der, Ligastart wäre vom Kalender her und dann werde ich meine Aufstellung machen, werde euch die gleich nochmal zeigen und wir werden dann im nächsten Part in die Liga schon starten gegen Münster und ja, ebenso die gezeigten Spiele wahrscheinlich. Ich weiß noch nicht genau, wie lange das im nächsten Part gehen wird. Das ist immer ein bisschen ungewiss. Hoffe aber trotzdem an der Stelle, dass es euch gefallen hat. Würde mich, wenn es denn so ist, über ein Like und ein Abo freuen, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ja, wünsche euch in dem Sinne noch einen schönen Resttag, Abend, was auch immer ihr gerade habt. Und sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Wenn ihr irgendwas habt, gerne in die Kommentare. Also bis dann und ciao, ciao.